Nach ihrer Trennung herrscht zwischen Antonia Hemmer und ihrem Ex Patrick Romer eisige Stimmung. 2 Jahre waren die Bauersucht-Frau-Stars ein Paar, ehe sie im vergangenen Jahr ihr Beziehungsaus bekannt gaben. Zuvor fiel Patrick im Sommerhaus der Stars aufgrund seiner respektlosen Art gegenüber seiner damaligen Freundin negativ auf. Und genau das scheint an Antonia immer noch nicht ganz vorübergezogen zu sein. Im Podcast von Desiree Nick rechnet sie mit ihrem Ex ab. Ihre Teilnahme an dem Reality-Format würde sie zwar nicht bereuen, trotzdem sehe sie das ein oder andere nun in einem anderen Licht. Er hat natürlich Sätze gesagt, die kann man nicht schneiden und die waren verletzend. Ich habe mich leider doch zu wenig verteidigt, erzählt die Blondine. Die Trennung ließ nach der Show jedoch noch eine Weile auf sich warten. Grund dafür sei der gemeinsame Song gewesen, den sie danach rausbrachten. Da kannst du dich jetzt nicht einfach mal so schnell trennen, erklärt Antonia in Bezug auf das Geschäftliche. Für den Fall, dass Desiree Nick auf die Idee kommen sollte, Patrick ebenfalls zu ihrem Podcast einzuladen, verlangt Antonia: Du musst wirklich ganz, ganz böse sein. Du musst genauso zu ihm sein, wie er zu mir im Sommerhaus. Du backst einen Kuchen und dann machst du da Abführmittel rein. Der soll richtig kotzen.